liebe PlayStation-Gamers, ich begrüße euch zu einem neuen PS5-Special-Video. Nämlich vom ganz neuen PlayStation Plus Premium. Es hat mir umgewandelt in das Abo, wo ich vorher das Now und das Plus abonniert hatte. Jetzt geht das übergangslos in das über. Das Interessante ist aber, dass das Plus bis Ende Juli weggelaufen bei mir und das Now bis in November rein. Jetzt tut es aber beides in November verlängern. Das heisst, bis 7. oder 8. November, glaube ich, geht das Premium zusammen. Ohne Kürzung. Das finde ich noch ganz genial. Jetzt kann ich mal ab in den Spielkatalog hier. Dann den Spielekatalog entdecken, dann den Klassikerkatalog. Dann mehr so Klassiker von PS1 bis 3. Übrigens davor PS4 und 5 Games. Dann Spiele zum Testen, das heisst neuer ja kommen, kann man die antesten dort entsprechend, schon ganz genial. Bei Plus extra dabei sind sie mit so weniger das Basketball-Game hier, dann Cloud-Streaming, dann kommen hunderte von Games aus dem PS Plus-Katalog auf PS5 oder PC streamen. Die Qualität ist entsprechend natürlich etwas weniger gut mit der Auflösung und FPS und so, als wenn man es runterlässt. Dann monatliche Spiele. Dann kommen auch die Gratis-Spiele dazu, die obligaten, die 2-3 im Monat. Das ist mehr für die interessant, die Stufe 1 von Plus anbietet. Das zeige ich euch dann die Stufen entsprechend. Das werde ich zuerst mal zeigen. Das ist alles im Premium, beinhaltet das für mich jetzt. Eben Testen, Klassik-Katalog, Cloud Gaming hier. Es hat extra Stufen, die wären Stufen kleiner eben da. Oben kann man auch Vorteile, Spiele zum Testen, teste einige der neuesten und besten Titel. Schon mal ganz genial, da kann man antesten, den ganz neuen. Das kann man nur in der Premium-Stufe übrigens, in extra nicht. Spiele anzeigen. Das Horizon Forbidden West, das ich jetzt habe, das kann man jetzt antesten. Oder Cyberpunk, und auch später aufgebessert ist, worden. Für PS5 kann man antesten. Das würde mich gleich mal interessiert. Genau. Kann man es auftun, so. Testversion herunterladen kann man ziehen. Muss man zuerst abladen. Im Premium-Abo enthalten, schon jetzt 52,90 kosten, ist natürlich begrenzt hier. 5 Stunden lauffähige Testversion. Das ist jetzt sonderlich klein, aber auf Games drauf an. Ich kann auch Bilder schauen entsprechend. Das sind mehr neue Titel, logischerweise, aber den kann abtesten, da gehen noch reinkommen, ja. Es sind auch nicht so viel drin. Nach Sammlungen, nach Genres sortiert, empfohlen hier, gehen wir mal hier drauf. Hello Knight, das ist jetzt PS4-Version, Doom, auch PS4, Far Cry 3 übrigens, Classic Edition. Und in dem Moment schon ein sehr gutes Game. Wenn ich draufgehe hier, kann es herunterladen oder streamen, könnt ihr jetzt auch noch anwählen, bei so beiden. Vom 18. Also noch Bilder auf das Video Vorschau. Ist auch so HD-mässig an Grafik mehr. Hat nicht so viel aufbessert über PS5, aber es hat gleich recht viel drin noch. Sportspiel interessiert mich weniger hier. Action. Das ist jetzt interessanter, dass jetzt so PS5 und 4 Titel drin. Es kombiniert sie, Spider-Man, zu Valhalla, die ich schon habe für PS5, Demon's Souls, das war ein Starttitel. Ghost of Tsushima, PS5 Director's Cut, wo ich ebenfalls schon auf Disc. Das meiste habe ich halt schon. Das Death Stranding, bin jetzt gerade am Abladen noch, wahrscheinlich schon fast fertig. Das habe ich auch mal für PS4, aber jetzt haben wir das Director's Cut gleich mal abgeladen, ist schon gratis. Also. Muss man gleich wieder einzufüllen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Spielstände übernehmen kann. Ich bin zwar nicht zum Abfilmen hier in diesem Video, wo ich sie nicht aufnehmen kann, direkt auf der PS5 leider zum Menü oder so, nur vom Game aus direkt.
Nachher Horizon, Zero Dawn, PS4-Version, die ich ebenfalls schon habe, das Control. Auch PS5-Version, die ich ebenfalls schon habe, Dice. Ich kann jetzt ja holen, das Zeug und Dice verkaufen, wenn ich möchte. Ich kann dir auch so einen Platz sparen. Das weiss ich noch nicht, ob ich das mache. Ebenfalls das Code auch vor, das ist schon ein Plus-Abiens oder so. Saints Row hier, PS5-Version, das ist mir so etwas angetragen. Space Gold, PS4-Version. Schaut auch auf den Colossus, das wäre auch mal gut. Spezielles hier, Stranded Deep hier. Und das Man Eater hier, auch PS5-Version, das Hai-Spiel hier. Wo man so muss fischen, ja gut töten, glaube ich. Schnell drauf hier. Herunterladen, so 20,95 kostet aktuelle Aktion im Store. Wenn man es nicht innen hat. Vielleicht hole ich es mal Spass. Ich weiß auch nicht, so ein Sommer geht vielleicht noch passend. Wieso nicht? Mal etwas anderes. Wenn wir sehen schon die Info. Sieht auch noch spassig aus, hier seht ihr. Wie gesagt, ich werde später auch Gameplays aufnehmen, direkt, aber auf der PS5 von den Games, die hier drin sind. Ich werde euch noch zeigen, wie es aussieht. Es geht auch ganz genial, Sommer, Wasser. Ich glaube, das gibt mal ab im Hintergrund. Ich kann es euch zeigen, wenn später ein Gameplay aus wird. Zu weit zurück. Herunterladen. Schon PS5-Version ist noch. Ah, da kommen zwei wählen, seht ihr. Man Eater hier. PS5-Version herunterladen. Okay. Jetzt müssen wir es runter. 10,7 GB geht jetzt noch so, ist nicht so ein riesiges. Gehe nicht zurück, es geht im Hintergrund so weiter nach oben. Das kann ich auch fast süchtig machen, so, wenn ich jeden Tag noch einmal mitgame. Fast Last Guardian. Es ist noch wichtig zu sagen, die PS Plus Collection ist ebenfalls enthalten oder steht dort drin. Das Far Cry wieder. Blue Dragon, das ist mir fast das abgedrehte Ende. Das Zombie, Alex hier. Darksiders 3 konnte ich holen, das war ebenfalls im Noah-Bidin. Es sind sehr interessante Titel zum Teil noch. So ein bisschen speziell wie auch hier, in der Swarm 1. Das, was man nicht so kennt. Ich merke, dass man es ein bisschen laden länger. Wahrscheinlich geht sehr viel drauf, es gibt der Release ist worden, das neue Plus. Es wird komplett überlastet hier. Seht ihr, es geht nicht weiter um. Ich zeige es noch an. Oder ist noch ein Aufbau-Bankchen. Black Mirror. Das sind recht interessante Titel. Gehe ich mal zurück wieder. Adventures vielleicht noch. Was ich merke, es ist ja nicht gemischt mit PS4 und 5. Die 5 Games sind meistens die Doppelstöre hier. Die haben jetzt nicht unbedingt. Sniper Elite 4 habe ich mal runtergeladen, das hat mir nicht so das wahre Tücht. Hier ist ein Klassiker noch. Kona, kann ich so weniger. Wie gesagt, ich kann mal offen bei Zugames natürlich. Ah, der hat es auch noch sortiert. Das ist gegen anders, wie es so angezeigt. Nein, nach Schaden. Ein Shooter oder Rennspiegel. Das ist schon ganz genial gemacht. Und ich mache einen Shooter hier. Returner und ebenfalls auch für PS5, weil ich jetzt umgehalten, kann ich auch verkaufen, wenn ich will. Shadow Warrior. Ein paar Beispiele, ich kann es nicht alles durch. Rennspiele. Screw 2 würde mich eben interessieren, der sehr Forza Horizon ähnlich, was auf der Xbox gibt. Aber es ist mehr online, eine PS4-Version. Auch nicht kaum verbessert, nur ein Trackfest hier. Es kommt interessant sein, PlayStation noch. Auch 5-Version. Drive Hard, Die Last. Das kann ich mal beladen, um es zu zeigen. Mal schauen. Es hat sogar ein Plus-Abi schon gegeben, normalen, gratis. Ah, das kann man nur streamen, leider. Schade. Aber was ich PS5-Version noch wäre, ist manchmal seltsam. Ein bisschen. Wenn ein Grummes ist, genau. Ich habe mir 4 und 5 Games schon runtergeladen, habe ich gemeint. Das Overpass, das ist auch so Motorstore-mässig nachher gemacht. Project Cars hier. Das ist auch PS4. Danger Zone hier. Recht interessante Titel noch. Script hier.
so ein Flug-Game, habe ich auch noch gesehen. So Top Gun-mässig. Es gibt schon ein bisschen das, ein Skydrift. Auch nicht ganz. Ja, es sieht so interessant aus noch. Rechts so hier. Ah, da kommen ganz Mainkrämpfe, sondern ganz speziell hier. Kampfspiel, Simulation, Strategie. Tut sie ihm so anzeigen, so mit Bild. Plus Spielekatalog hier. Ist manchmal auch mein Finger, es hat eine Suchmaschine, aber man kann suchen, entsprechend. Das habe ich jetzt runtergeladen hier. Control. Ah, da hat es PS1, PS2, PSP sogar. Das ist ein Remasters. Nein, ist PS3 noch. Darum sehe ich noch das Far Cry 4, das ebenfalls drin hat. The Vision hier. Blood Dragon. Child of Light hier, schon Klassiker. Steep. Snowboard-Spiele. Crew 1 hier. Ubisoft und Classics. Ubisoft ist eben recht vertreten noch hier. Ganz alte Handheld-Games und PS1 hier. Natürlich Jack and Dexter darf nicht fehlen, PS4-Version zwar. Recht viele Klassiker. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so mit dem Palto weiter nutzen, respektive verlängern im Premium oder auf das Extra zurück. Vielleicht lernt man das. Gut, ich kann das Spiel nicht noch testen. Wie sieht es denn noch? Mit dem probiere ich es natürlich immer lustig zu machen, dass man drauf bleibt, logischerweise. Siphon-Filter, schon Klassiker. Ah, sogar PS5 noch. Das ist ein rechter Klassiker, glaube ich. Sieht interessant aus. Irgendwas für Züge auch geht, angepasst. Siphon-Filter. Das ist ein bisschen pixelig aus PS5, was soll sein, aber ganz speziell. Ja, das ist ein echter Klassiker, aber es hat ja fast. Ich weiß es auch noch nicht. So gerne überlegen noch. Nein, Remasters hier natürlich, unterteilt. Uncharted Collection. Last of Us Remastered. Beyond the Souls. Metro Crisis. Habe ich schon runtergeladen mit dem Nullobby. Das kreuzt sich natürlich auch so wieder. Oder geht die Beschneidungen besser gesagt. Batman-Spiele, PS3-Games, ich kann ausschliessen das Treiben. So weiss ich weiss einfach. Es hat auch eine gerechte Auswahl. Castlevania, das ist ja Klassiker gesehen. Devil May Cry, HD Collection. Die älteren Teile noch. Die kann man nur streamen leider. Das sind bei 11 oder 12 ist das rausgekommen. Seht ihr, es ist alles mögliche Mutterstorm, das habe ich auch schon gestreamt. Apokalypse hier. Dann Spiele hier. Da sehen wir wirklich den ganzen Katalog. Ah, das hier habe ich gemeint, das ist so Top Gun-mässig. Air-Complex, Pacific, Aries. Das ist das, was ich gemeint habe, wenn ich ihn angeschaut habe. Bin nicht sicher. Top Gun-mässig halt ein bisschen. Klassiker. Schon ganz speziell Armageddon Raiders PS3. Das hat es jegliches gegeben. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, ich jetzt lange das Video Black Mirror wieder. Bioshock habe ich ebenfalls auch schon bezogen. Ebenfalls Black Ops 3, ja. Hey, gehen wir zurück. Aktuelles hier, was ich noch sagen ist eben, das ist schnell schauen, testen, dann Klassiker-Katalog, das ist auch noch unterteilt, das ist verschieden unterteilt, das ist ein bisschen wie Fahrt, durch mich zu manchen, dass ich oben kann, so mit einigen logisch alles, und hier wieder so, was aufgelistet auf einem Ort. Cloud Streaming, und eben hier die PlayStation Plus Collection, ist weiterhin enthalten. Auf der untersten Stufe ist eben die Essentials-Stufe, das bisherige Plus quasi. Wir haben 2-3 gratis Spiele im Monat, plus eben Plus Collection für PS5-Nutzer, ist wichtig zu sagen. Und exklusive Rabatt. Ebenfalls so ein Online-Multiplayer natürlich, alle haben.
Und dann gibt es noch eine extra Stufe. Die ist der Mittel. Die hat einfach PS4 und 5 Games drin, gratis. Also gratis, einfach in dem Abi bezahlt, logischerweise. Aber der Klassiker nicht und das Spiel zum Antesten nicht. Wichtig zu wissen, das Essentials hier, von den Preisstufen her, da müssen wir schnell schauen, was aufgeführt ist. Klassik, da geht es jetzt auch noch hier. Preisstufen. Das ist nicht so ersichtlich, ich will den Stufe oben bitten. Schon kommt angreifen höchstens, oder? Ich will es schnell zeigen. Plus Collection hier, die sieht eigentlich noch gleich aus. Eben hier, Crash Bandicoot, God of War, Mortal Kombat, Fallout, Final Fantasy, Monster Hunter, Resident Evil, Battlefield, Last Guardian, Black Ops 3, Days Gone, Detroit, Become Human, Uncharted 4, Batman, Infamous Second Son, Until Dawn, Bloodborne und The Last of Us. Sie hat das alle gesehen, schon alle Anzeigen noch. Was ihr es noch seht. Jetzt haben wir zur Auswahl hier. Das Garten eben noch. Wir haben einen Unterwänk hier. Und jetzt hat er den Gelenk hier. Sehe ich alle. Ist echt gleich geblieben. Aber wie gesagt, wir sind enthalten. Die meisten Läden 4 und 5 Games im Extra drin. Und Premium, auch für das Essential werden so gedacht. Vor allem ist das eh drin, für das Billigste. Ja, aber die Stufe sind jetzt nicht unbedingt, aber das Essential kostet genau gleich wie das bisherige Plus. Um die 60 Steine im Jahr. Und jetzt hat es mal das Plus abgehauen, es hat um die 120, und das regulär kostet im Jahr. Circa plus minus. Hier ist es etwa so ein Premium jetzt. Weil wir hier für den Rabatt aber auf beide kann, vielleicht kostet es dem etwas länger rauslassen. Dass wir gegenkommen so noch. Und das Extra ist zustimmen, das ist dann bei 100 Franken im Jahr. Es hat jetzt halt irgendwie eine Aufleistung so genau, aber so einen Preisraum und so. Und jede Zeit kann man da angreifen, als Abendstufe, jetzt meine Stufe dämmt. Als erstem November, oder? Habe ich gesehen, einfach hier nicht zurück, oder komplizierter. Oder auch verlängern, das habe ich rausgenommen, die automatische Verlängerung, ich würde auch manuell dann entsprechend verlängern. Ja, das war jetzt mein PS3 Special Video gesehen. Zu dem PlayStation Plus Premium, den ich jetzt neu habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir noch liken. Oder schaut das Abo da. Und dann bis zum nächsten Video. Auf meinem Let's Play Tech Bird YouTube Kanal. Ade zusammen.